Accounts. Sie sind mit Firma Baumann Automation als Integrator für den Mobilroboter Helmo von Stolpli unterwegs. In welchen Anwendungen kommt er denn zum Beispiel zum Einsatz? Die Firma Baumann hat im Bereich der Spanendenfertigung eine Aufgabe realisiert. Dort geht es ums Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen und ein paar Tätigkeiten drumherum. Das ist eine spannende Aufgabe. Gibt es weitere Anwendungsbeispiele, wo Sie sich das vorstellen können, wo es jetzt vielleicht noch keinen konkreten Kunden gibt, aber wo man sich in Zukunft was vorstellen kann? Wir haben uns jetzt auch schon ein bisschen rangetastet an Anwendungen, die sehr lange Hauptzeiten haben. Spontan fällt mir da ein, so die elektrische Testerei, also nach Fertigungsschritten. Das sind momentan sehr aufwendige Stationen, lange Testzeiten, die ein bisschen Personaleinsatz haben. Da könnte man sowas auch gut realisieren. Mhm. Welche Trends beobachten Sie denn im Markt, sei es von Anwendungsseite oder vielleicht auch von Technologieseite? Ja, also ich denke, für die Zukunft wird es definitiv größere Roboter brauchen. Das heißt, höhere Traglasten zu transportieren. Mhm. Es wird aus meiner Sicht die Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenartigen FDS-Systemen geben müssen. Da ist definitiv noch Nachholbedarf und dann hat man, glaube ich, schon ganz gute Lösungen für die Zukunft. Sie setzen hauptsächlich Stolpli-Technologie, eben besagten Helmo, ein. Mhm. Was sind denn die Vorteile dieser Technologie? Warum setzen Sie auf Stolpli-Technik? Mhm. Letzten Endes ist es eine starke und langjährige Partnerschaft, die Firma Baumann mit Stolpli hat. Und wir schätzen dort einfach robuste Systeme, die auch sehr zuverlässig sind. Ja, vielen Dank. Dankeschön.